Berlin ist halt wirklich die Eins. Oh, shit, Bro. Ich merke das schon von hier aus. Ich brauche gar nicht reinsehen. Also so, liebe Freunde, es ist Folgendes los. Es ist ein Samstagabend hier auf der Warschauer Straße. Wir sind wieder in Friedrichshain. Und ja, wir probieren diesmal heute mal aus Friedrichshain heraus, da wir letztes Mal in eine Rooftop-Bar nicht reingekommen sind, gibt es diesmal einen Ausweg von hier aus. Ja? Also aus Friedrichshain heraus in Richtung ganz Berlin. Mal sehen, was wir so erleben. Mein Name ist der Six All in the Mix. Ich würde sagen, folgt mir. Abonnieren die Leute, die neu sind. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, sollten das jetzt machen. Ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise und los geht's. Ich habe hier meinen Gefährten wie immer. Und wir gucken uns an, was zuallererst auf der Warschauer Straße abgeht. Oh, der erste Sammler, den ersten Sammler gerade gecheckt. Schauen wir mal, was die Warschauer Straße so zu bieten hat. Naja, und dann dort berlinweit noch mal ein bisschen gucken. Ich dachte, das war ein Typ, Alter. Ich dachte gerade, es war eine Frau. Na gut. So, genau. Wir fangen hier an. Warschauer Straße. Und arbeiten uns nach oben. Richtung, also über Kreuzberg und Co. Ja, hier sieht schon mal wieder gut aus. Guck mal hier mit einer riesen Leinwand hier. Ja, Warschauer Straße, liebe Freunde. Ganz viel hier. Polizei schon vorhin gesehen. Ein paar Sirenen. Blaulichter. Das kennen wir ja auch schon vom letzten Mal. Aber heute gehen wir weiter. Oh, der arme Mann. Ja, also das ist hier leider auch sehr viel. Ja, auch auf der Straße. So, Sirenen im Hintergrund. Hört ihr das? Noch mehr Polizei. Ja. Mal sehen, was der Samstag so bringt. Heute mal. Der Kollege hier. Der trommelt ja für sich so. Was ich meine. Gucken wir mal. Bevor ich weiterfahre, guck mal bitte, wie der Platz aussieht. Schau mal bitte. Was hier alles auf dem Boden liegt, Alter. Das ist heftig. Polizei hier am Meckern. Alter, heftig. Also auf jeden Fall hier Warschauer Straße auch schon so ein bisschen eklig geworden, wa? Brennpunkttechnisch. Was soll ich sagen? Guck mal, wie das aussieht. Auf dem Boden alles. Auch Klamotten hier. Was geht hier ab? Heute ist aber was los, mein lieber Scholli. Samstagabend. Schau mal, jeder zweite kramt hier Müll rum und sucht nach Flaschen. Der Typ gerade auch eben. Da hinten schon wieder ein bisschen Techno oder was? Komm, nehmen wir auch kurz mit. Warte, das geht jetzt schon wieder, ja. Das ist Berlin, liebe Freunde. Der Typ, Alter. Herzlich willkommen, Berlin. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter, oder? Oder wollt ihr noch ein bisschen mal sehen? Berlin war schon auf Straße, Alter. Besser geht's nicht. Na komm, machen wir mal eine Runde hier. Der Typ ist der Geilste. Was ist hier schon wieder los? Action, Action, Alter. Berlin. Und das liebe ich so, ne? Komm, weiter, Richtung Kreuzberg. So, dann mal Richtung U-Bahn. Dann hier Richtung Kreuzberg auf der Seite hier. Noch mehr Künstler an den Seiten. Also überall Künstler hier an der Ecke, Alter. Direkt an der U-Bahn. Guck mal, die kommen noch mit dem Koffer an. Ja. Wuhu. Warschauer Straße. Ja, die ganzen Jugendlichen, ist natürlich ihre Zeit heute. Irgendwelche Hasen, die rumlaufen. Ach so, sorry, eine Motte. Ja, stark. Die arme Frau. Ich bin eine Motte, sagt sie. Ich bin kein Hase. Also echt, Berlin übertrifft keiner. Ja, das kannst du knicken. Wir haben wirklich die besten Scheiß-Dinger hier. Die verrücktesten Leute. Was hat denn eigentlich Kreuzberg zu bieten jetzt hier? Oh, Polizei aus der Ferne. Okay. Kicken wir mal. Berlin-Kompressor Tor muss auch mal sein, wa? Am Samstagabend. Let's go! Ja, hier in Kreuzberg passt schon. Ja, geht auch schon mit den ganzen Bars, ne? Ist auch alles voll. Ja, gehen wir mal tiefer rein. Speck lebt. Upsi. Auf der anderen Seite auch. Boah, komplett Touristendinger hier alles. Macht ja nichts. Guck mal bitte, wie dreckig. Ja, ja. Kreuzberg Zentrum. Wer von euch war mal in Kreuzberg, als er in Berlin war?
einmal in die Kommentare. Wäre mal interessant zu sehen, wie viele Leute mal in Kreuzberg waren. Wer traut sich nicht hierher? Wem ist das zu Multikulti? Wem ist das zu grün? Oder zu bunt, besser gesagt. Grün, wisst ihr, warum ich das sage, ne? Rot, rot, grün. Warum? Ihr habt sie gewählt. Wundern oder so, ja. Ich habe ein sehr, sehr sprunghaftes Verhalten. Ja, mein Humor ist sehr, sehr sprunghaft. Nicht ernst nehmen alles. Ich mache nur Spaß. Herr Kreuzberg jedenfalls lebt. Kreuzberg blüht. Polizei wieder hier. Überall, wo ich hingehe, Polizei. Oh, Kreuzberger. Guck mal hier. Passiert es auch voll, wa? Guck mal hier nebeneinander, wie die fahren. Mensch, ihr habt's doch gelernt. Nicht nebeneinander. Ja, guck mal hier. Die ganzen Punks, Alter, an der Seite. Kicken wir mal. Kreuzberg Zentrum. Herzlich willkommen im tiefsten Kreuzberg. Das Berlin. Ja, das echte Berlin. So, noch ein bisschen Obst wäre nicht schlecht, bevor wir dann später nach Hause fahren. Ja, ist auf jeden Fall was los. Die Zelter hören noch nicht auf. Ja, also gehen wir mal ganz kurz zu Rewe, ich muss mir noch was fürs nach Hause besorgen. Ja. Ihr seht hier, die ganzen Zelter, die ganzen Wohnungen, ja, sozusagen. Ja, liebe Freunde. So, ich habe es jetzt hier in den Rewe geschafft. Ich muss schnell einkaufen und bei euch handelt sich das um Sekunden. Von daher, kurz mal was für zu Hause mitnehmen. Ja? Ich habe ja nicht alle Chancen immer oder nicht jederzeit irgendwie Zeit, mir schnell was zu besorgen. Deswegen, nebenbei gerade gesehen, wir sehen uns draußen. Also weiterhin auf die Reise durch Berlin. Ich bin jetzt raus, das ist der Einkauf. Ich habe gar keinen Bock mehr, auch hier schon zu filmen. Ich will eigentlich straight nach Hause, aber Kreuzberg gibt es so viel zu sehen, ja. Das ist unglaublich auf jeden Fall. Vereinzelt an den Ecken, so wo Obdachlose ihr Hab und Gut lassen, das wird davon leider jetzt auch immer mehr, ja, am Kotti. Ich kann euch mal ganz kurz auch mal die Toiletten dort zeigen, ja, wie es da aussieht. Um Gottes Willen, ich hoffe, ich überlebe das. Aber komm, dann machen wir auch Schluss heute. Müsst euch vorstellen, diese Müllheide ist immer gleich, aber es ist trotzdem sehr lustig, also interessant immer zu sehen. Wie sie sich so alle so bildet hier. Oh shit, Bro. Ich merke das schon von hier aus. Ich brauche gar nicht reinzugehen. Ja, damn, Bro. Aha, hier bauen die wieder ihre Sachen. Guck mal bitte. Oh, die Toiletten, Alter, hier sind auf jeden Fall next level. Boah, Junge. Junge, Alter. Junge, das sieht aus hier, Alter, auf jeden Fall. Plastik, Flaschen, Glas, alles auf dem Boden, was du willst, in den Ecken, ist so unheimlich. Berlin, Alter. Dass du dir denkst, das hört nie auf, der ganze Schluss. Berlin ist halt wirklich die Eins. Spielt einfach Basketball in der U-Bahn. Auf dem Bahnsteig. Was ist denn hier los? Guck mal bitte. Ja, ich will nach Hause. Was geht denn hier ab? Wie kommen wir da jetzt rein, Alter? Bro. Ey, nur kranke Menschen hier. Der Typ in Basketball, Alter. Das ist so der Beweis hier in Berlin. Dass es sehr viel krank unterwegs ist. In Berlin nur krank unterwegs. Gerade am Wittenbergplatz. Ein bisschen was gesehen gehabt heute. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe jetzt auch die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Das war's mit dem Video. Ich danke euch fürs Zugucken. Ein sehr turbulenter Abend. Vor allem Samstagabend heute in Berlin. Es ist viel, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich möchte jetzt auch nach Hause. Ja? Knapp 39 Jahre alt. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr hier rumzulungern in der Nacht.
Ja, Wochenende ist klar, aber trotzdem. Ja, Family wartet, die meisten schlafen schon. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Bio-Deutsche unter euch sich auch aufregen. Ne? Oh, guck mal, was aus Deutschland passiert ist. Und das erinnert mich so wie an 1933. Ja? Und dann 45 plötzlich sagen, ja, wir waren gezwungen. Wir waren gezwungen, wir mussten mitmachen. Ja, genau dasselbe kann ich euch sagen. Ne? Ihr habt sie alle gewählt, auch vorher. Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, was auch immer. Ihr habt sie alle vorher selber gewählt, jahrelang, die ganzen Altparteien. Ihr braucht euch in dem Bezug meinen Videos, ja, beziehungsweise das, was in Berlin abgeht, nicht wundern. Ja? Ihr habt sie gewählt. Der Deutsche ist auch irgendwo selber schuld, so was ich meine. Es ist eure Schuld. Dagegen kann keiner was sagen. Ja? Ihr heult halt rum. Ne? Ich bin auch nichts anderes gewohnt, ja, in den 31 Jahren, die ich hier lebe. Immer nur am Rumheulen. Ja? Seid euch einfach nicht einig. Ja? Ausländer rein, dann Ausländer raus, dann nicht mal mustern und einfach Kriminelle mit reinfügen. Dann, keine Ahnung, die Politik macht, was sie will. Die Leute untereinander, die Bio-Deutschen, halten nicht zusammen. Das sind alles so Unstimmigkeiten. So. Daher ist ja auch das Land da, wo es ist. Ja? Also es passiert nicht einfach so alles. Ja? Da ist keiner, ist kein Hexenwerk. Ja? Da ist keiner und macht euch mit Absicht runter, sondern ihr seid schon alle selber dafür verantwortlich. Ja? Wie gesagt, ihr habt die Leute früher gewählt. Das ist das Resultat jetzt auch am Ende des Tages. Man braucht sich nicht wundern. Wie gesagt, 31 Jahre lang Deutschland. Immer ein Hin und Her gesehen, ja? Auch vom deutschen Volk. Klar ist den Deutschen, sind die Hände gebunden und laut Geschichte und Co. Okay, aber man kann doch sehr viele Sachen anders machen, ja? Sehr viele Dinge. Nein, die Fehler werden immer wiederholt, immer wieder. Ja, verzeiht mir, wenn ich euch zum Schluss nochmal die Laune verderbe, ist aber so. Und dann die ganzen Leute unter euch, die sich da gefreut haben, die ganzen Rechtsradikalen, wer auch immer, ja, dieses typische halt, dieses Gelaber halt, ja, ha, der ist nicht in die Bar gekommen, ha, geschieden Recht, so, ihr murmelt ja auch nur in euer Leben herum und, keine Ahnung, seid frustriert und läuft frustriert durch die Welt, dann tut man was für euch, tut man was dafür, dass im Land was passiert, ihr macht ja auch nichts außer labern und Kommentare schreiben, in dem Sinne, ne, wo Deutschland heute steht, seid ihr für verantwortlich und keiner anderer, niemand anderes.